Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Resident Evil 2. Ja, wir haben Ada gerettet in der letzten Ausgabe nach diesem Bosskampf, den wir dort hatten, wo wir doch schon so ein bisschen unsere Schwierigkeiten hatten. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich hier das richtig alles ausgerüstet habe, weil jetzt ist wieder, heute ist so der Tag, wo ich das Spiel wieder ein paar Tage nicht gespielt habe und jetzt erstmal wieder rinkommen muss. Wir wollen auf jeden Fall ins Nest. Hier haben wir irgendwie was liegen lassen, Pistolenmunition, das ist doch eigentlich richtig scheiße. Komme ich hier nochmal ganz kurz zurück? Also so viel Zeit muss doch mal ganz kurz sein, bevor wir mit Ada dann ins Nest gehen. Irgendwo hier sollen wir Pistolenmunition... Christian, du bist falsch. Ich bin falsch. Weil 15 Schuss Pistolenmunition, das ist natürlich ein Riesenvorteil, den man hat, ne, wenn das jetzt hier so angezeigt wird. Aber wir kommen jetzt hier auch nicht hin, ne? Doch? Sag mal. Wieso hab ich die denn liegen lassen? Ich Idi. Meine Fresse. Nehmen wir natürlich erstmal mit. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, da, wo uns unser Weg hinführen wird, gemeinsam mit Ada, da wird einiges... Ich bin so richtig der Mr. Orientierungslos heute, ne? Ja, es wird bestimmt einige Gefahren auf uns lauern. Im Nest. Ich bin übrigens sehr gespannt, was uns dort so erwartet. So, dann wollen wir mal hier mit Ada weitergehen. Verdammtes Bein. Oh. Lass mich dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Andere Schuhe im Einsatz? Wäre vielleicht mal ein Anfang, Mädel. Ich weiß auch nicht. Ach, lass dir Zeit. Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Paar? Paar? Naja. Wir fahren jetzt eine Seilbahn. Okidoki. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Na dann zeig mal her, das Zeugnis. Hä? Liegt hier irgendwas? Wir kommen vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Was heißt, wir kommen vielleicht nicht zurück? Was meinst du damit? Scheiße, wir haben es mit dem Kreuzschlüssel und alles, ey. Komm Leute, no risk, no fun. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Da sag ich mal, okay. Hätten wir vielleicht das mit diesem T-Griff noch machen müssen? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Ich weiß nicht. Und du mir? Ganz ehrlich. Wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorg ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaffe es. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Fass mich nicht an. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit.
Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Wir haben auf jeden Fall das ID-Armband gekriegt. Wow. So. Guck mal erstmal auf der Karte. Ist nicht so viel hier, ne? Aber hier wird doch bestimmt eine Strom liegen für uns. War ja auch blau hier, ne? Aber ich guck trotzdem mal ganz kurz. Ach, hier ist noch eine Inventarkiste. Das ist schön, weil... Da können wir... Ich brauche eine Dusche? Okay. Was nehme ich noch mit? Warte mal, wir haben immer Kraut. Das haben wir mit. Diesen Stein haben wir immer noch, ne? Aber ich würde sagen, so lass mal das jetzt einfach mal. Und lasse das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Ein bisschen Angst habe ich schon. Ich will hier trotzdem mal ganz kurz gucken. Was ist hier dahinter? Niemand will es uns sagen. Halten Sie bitte Abstand, oh, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Okay. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Der Schlüsseldienst hat aber einen Großauftrag gehabt hier. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Genießen Sie Ihren Aufenthalt? Warte mal, warte mal, warte mal. Cafeteria? Empfang? Warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier reingehen. Mir sieht das so aus, ob hier so ein bisschen... Weniger. Oh, warte mal. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Schlafraumprotokoll. Toby Jackson, Sarah Takahashi, Walt Page, Anthony Wright, Cyril Archer, Desmond Locke, Wayne Lee. Wayne Lee steht keine Zeit für verlassen da. Okay. Was haben wir hier? Was ist denn das? ID-Armbänder. Die Forschungseinrichtung verwendet die neueste Sicherheitstechnologie, um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten und effiziente Geschäftspraktiken zu ermöglichen. Um die Einrichtung zu betreten und zu verlassen, sowie zur Verwendung bestimmter Geräte, müssen die Angestellten ein ID-Armband tragen. Zugangsrechte werden in drei Stufen vergeben. Besucher, Mitarbeiter, Führung. Die Authentifizierung geschieht mithilfe eines elektronischen Chips im Inneren des Armbands. Die Zugangsrechte können geändert werden, indem... ganz einfach ein anderer Chip eingelegt wird. Besucherarmbänder können an Familienmitglieder, Angestellte verteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie am Empfang. Gut, hier kann gespeichert werden. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Was wollen die denn mit den ganzen Kisten? Ich mache mal einen neuen Spielstand hier. Na... Gut, dann guck mal jetzt mal erstmal hier. Der Schlafraum. Wo angeblich Ena. Flintmunition. Ja, danke schön. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Karte des Labors, das ist natürlich schön. Okay. Okay. Internetverbindung. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, Leute. Spiel oder mein Internet spackt, keine Ahnung. Rechner, wo wir nichts dran machen können. Mehr war hier nicht. Okay, nehmen wir mal so hin. Hier wollen sie uns nichts sagen. Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Ich verstehe. Keinen Zutritt. Also sind wir Gäste. Okay, ich verstehe. So, da gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Oh oh. Gefällt mir hier schon wieder nicht. Ich höre hier doch schon wieder Dinge. Cafeteria. Die alten Naschkatzen. Okay. Gott verdammt. Ist das nur der Ene? Ja.
Hier sind doch noch mehr Naschkatzen. Wo denn? Ach, okay. Okay, hoffen wir mal, dass da jetzt hier erstmal Ruhe ist. Hier sind aber sehr, sehr viele. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Also um... Was? Wo? Was zum... Ich würde schon sagen, die hält aber lange durch hier, ne? Dann soll ich... Die Leiter? Scheiße. Wer immer flucht, das finde ich eigentlich ziemlich herrlich. Bevor wir die Leiter da hochgehen, will ich auch mal... Was denn jetzt? Will ich eigentlich mal ganz kurz... Hä, komm, ist hier nicht die Küche? Ach so, okay, okay. Wow, 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 wow. Geh mir hier ganz schön auf den Sack. Kann ich mal mein Messer wieder haben? Wir haben irgendwie nicht so viel Inventarplatz. Wie komme ich denn hier hinter? Ey. Hier hinten rum? Ah, jetzt reicht's mir. Das hätte ja die ganze Munition da drin verplempern. Wo sind wir denn? Ah, okay. Habe ich hier echt was liegen lassen? Oh, Benzin. Toll. Hole ich mir das noch? Leute, ich hole mir das mal noch. Für unseren... Muss ich nochmal gucken, wo hier der Typ ist. Mann, ey, das ist so nervig, diese Typen. So, das hätte ich dann doch schon gerne mitgenommen. Und dann... Einfach nur das, was haben. Ist natürlich auch ganz schön... Boah, ey, jetzt ist gut. Ist auch ganz schön viel Pistolenmunition dafür jetzt draufgegangen. Naja, müssen wir jetzt halt durch, ne? Survival-Horror. So ist es nun mal. So, gucken wir mal. Willkommen. Hier ist doch irgendwo einer, oder? Alter. Wo denn? Okay. Okay, sonst ist hier nichts. Warte mal. Noch ein Messer. Das war's halt schon langsam mit dem Inventarplatz. Wow, 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 wow. Nein, doch nicht die Granate! Na toll. Na toll. Unsere schöne Granate. Kacke. Schlafraum? Oh. Ah. Das könnte nützlich sein. Können wir das jetzt kombinieren? Aha, wir zählen jetzt als Mitarbeiter. So ein bisschen Flintmunition, das ist sehr schön. Sonst...
Was wollen sie denn hier? Wieder irgendein Sicherungsteil? Da fehlt ein Buchstabe oder was? Ach, das soll Spinte sein. Regulierer! Jawohl, mein Meister! So, den können wir doch dann bestimmen. So. Ja, mir gefällt das mit dem Platz hier bei uns nicht hier. Aber hier ist doch dann irgendwas. Überstromschutzeinrichtung. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Dann können wir jetzt hier bestimmt auch durch die Tür. Und dann hier so bestimmt auch weiter. Na, müssen wir mal gucken. Was, wie, wo, was? Ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg. Da bin ich eigentlich ziemlich gut drin. Gut. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Wenn ihr das sagt. Ei. Das ist aber nicht der Ostbereich. Doch, das ist der Ostbereich. Zielperson bewegt sich im Westbereich, versucht wohl das G-Virus und den Antivirus zu holen. Hier Ghost, verstanden, Rendezvous an Punkt W3. Roger, hier Alpha, Zielgebiet erreicht, verstanden, warten auf Zielperson. Hier Alpha, sich Kontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen, Roger, erwarten Signal, G-Virus gesichert, wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz und einfach und ruhig mit. Das G-Virus ist im Westbereich, alles klar. Alter, guckt euch mal an, wie... Das ist schon eine Anlage, ne? So, hier brauchen wir bestimmt wieder ein anderes Ding hier. Autorisiertes Personal. West und Ost, okay. Hier kann ich wohl nicht. Führungspersonalrechte für Führung. Erforderlich. Hier können wir quasi lang. Okay. Naja, da gehen wir mal gucken. Aber bitte nicht erschrecken. Mag ich nicht, will ich nicht. Ist ja eigentlich alles blau? Ja. Alles blau. Hallo? Kleine Insektenplage. Muss man ganz kurz gucken. Hier ist irgendwie ganz schön viel los, ne? Wir haben immer Kraut. Oh, hier ist eine Inventarkiste. Das finde ich gerade sehr, sehr schön. Ich werde hier mal das eine Messer verstauen. Das ist halt das Problem, ne? Leute, ich werde auch mal das verstauen. Will ich das verstauen? Und das nehmen wir mal mit. Das hier werden wir mal verstauen, dann später halt kombinieren. Ja, das gefällt mir so schon ein kleines bisschen besser. Was liegt denn hier? Schießpulver. Aber ich hätte halt gerne immer... Haben wir Schießpulver gelb noch rein zufällig einmal? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Schießpulver. Nee. Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir verstauen das auch mal. Ich will das dann lieber für gelb irgendwann mal nutzen. Ich will es aber, bevor wir hier... Weitergehen und speichern, natürlich, will ich erstmal ganz kurz gucken, ob hier so noch irgendwas liegt, aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Okay, dann werden wir jetzt hier natürlich immer speichern. Ne? Und dann gehen wir mal weiter. Ich weiß nur noch nicht so richtig. Ah, hier gibt es bloß den einen Weg, oder was? Ah, hier ist doch auch eine Tür. Was? Angst ist da! Das ist eine ganz schön große Motte hier, Leute. Was für ein Schmarrn. Was ist denn das? Der hat den Chip. Oh Gott. Was ist hier passiert? Will ich da rein? Soll ich das kaputt schießen?
Ich glaube mal nicht, ne? Was liegt denn hier? Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Ja, Mann. Oh Gott. Warum spiele ich dieses Spiel auch mit Kopfhörer? Ja, jetzt finde ich hier Schießpulver gelb oder was? Was denn Jens? Alter, da stimmt doch was nicht. Komm, du bist eine Pflanze. Das haben wir bei Pokémon gelernt. Was zum? Ist er jetzt down? Blendgranate. Die soll mich jetzt glücklich stimmen. So, irgendwas. Was denn hier? Lösung wird zerstört. Wollte ich das jetzt machen? Verteilerkartusche. Na schön. Und da muss bestimmt... Wow. Was? Ich bin verwirrt. Gewächshaus. Will ich mich hier umgucken? Was für Geräusche? Da ist einer. Liegt hier was? Gehen wir hier erstmal rein. Hallo. Waren hier schon wieder. Ey, guck mal, diese Zeichen. Ach, das sind die ersten zwei. Wo ist mein Stift? Scheiße. Na gut. Tetris-Strich und hier diese zwei Würfel. Was liegt hier? Unkrautvernichter-Synthese. Ach, okay. Synthese für... Okay, leere Kartusche mit Lösungsgeber platzieren, die haben wir schon. Erforderliche Menge UMB Nummer 21 P Etta einfüllen. Der kennt ja jeder, ne? Umgehend kühlen. Gewächsreihe 40 Erfahrungswille sollte etwas Unerfreuliches sein, wäre schwer zu kontrollieren. Im Fall einer unvorhergesehenen Vorfall sollte nach den obersten Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Ja! Ohne Granate... Sonst habt ihr hier nichts für mich? Ah, hier ist schon noch rot, ne? Von hier sind wir gekommen, ne? Aber warum ist hier noch rot? Ja, weil das Ding noch nicht offen ist, genau. Das müssen wir für das Rätsel noch machen. Guck mal, da ist halt diese Würfeldinger. Was ist das da drüber? Okay. Ist hier vielleicht doch irgendwo anders so ein Teil, wo wir das dann sehen können? Also diese zwei Würfel und der Strich. So, Feuer besiegt Pflanze, haben wir gelernt, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? Mir gefällt die Geräuschkulisse hier absolut nicht. Ist halt die Frage, ob es gut ist, die jetzt tot zu machen, weil eigentlich...
Wenn man dann hier eh mit dem Unkrautvernichter und so arbeitet. Ja, das ist schön, dass wir hier so viel Kraut und so finden. Was liegt denn hier? Das kann ich mir doch nicht merken. Okay, okay, warte mal ganz kurz. Ich bezeichne das mal als Stecker. Stecker, zwei Striche, Würfel, Stecker. Stecker, zwei Striche, Würfel, Stecker. Stecker, zwei Striche, Würfel. Oh, da ist eh noch runtergefallen. Stecker, zwei Würfel. Nee, Stecker. Stecker. Der. Stecker. Kriege ich jetzt hier schon wieder direkt Besuch? Können wir das nicht umgehen? So, wo sind wir denn jetzt? Liegt hier irgendwas? Oh. Karte, das ist schon mal schön. Was liegt hier? Schießpulver groß, du ahnst es nicht. Warte mal ganz kurz. Gut. Also die Kiste wäre jetzt hier auch geil, ne? Weil egal, was wir jetzt hier auch einsammeln... Vielleicht. Was ist denn hier? Kein Strom. Junge. Bist du tot? Obwohl eigentlich. Also zwei nebeneinander. Obwohl, warte mal. Du überlebst ganz schön lange, Freund Blase. Ah, mich ärgert das, dass wir... Toll, jetzt haben wir hier nochmal Kraut. Sag mal, kann man... Konnte die nicht? Aha. Aber warte mal, bevor wir das Kraut einsammeln. Ja, Murph. Ja, toll. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wie das bei dem anderen Ding heißt. Aber konnten wir da was einstellen? Was liegt denn hier? Die Trophäe. Halt, stopp! Leute, ich bin irgendwie dafür, dass wir hier mal zurückgehen. Da ist doch dieser Serverraum. Ohne Scheiß, Leute. Weil mich ärgert das, dass wir hier nichts verstauen können und so. Und so weit ist das ja nicht. Halt hier hoch durch das Gewächshaus, dann gib mir mal diesen Code ein. So, wer nervt uns? Okay. Hier mal... Oh, oh. Hier mal hier lang. Ach, wo war denn hier eine Kiste? Okay, warte mal, wenn wir hier dann rausgehen. Warte, Leute, das will ich erstmal... Oder warte mal, wir geben erstmal den Code ein. Was war denn jetzt? Och, alte Nervkuh. So, Leute, wir geben mal den Code ganz kurz ein. Wie war das?
Ist wie rum eigentlich, ne? Warte mal, so, ne? Dicker Strich, groß, klein, dünner Strich. Warte mal, ich gucke erstmal. Dicker Strich. Groß, klein, dünner Strich und dit, ne? Scheiße, ich hab mich verlesen. Wartet! Oder so rum. Aber wir müssen eigentlich nur gucken, diese Würfeldinger da, wo der große und der kleine ist, in was für einer Form die sind. Also okay, das ist jetzt die zwei Tetris-Blöcke, dünn, die zwei groß. Aha. Ach so, jetzt ist das Ding dort frei. Oh, ich verstehe. Gut, für die Trophäe haben wir keine Verwendung mehr. Leute, ich will... Da mal Schießpulver liegen lassen, du ahnst es nicht. Jetzt ist der weg, oder was? Wow, 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 wow. Okay. Ich will hier wieder raus, wenn ich den Weg finde. So, wollen die mich rollen? Ja. Dann gehen wir... Was ist denn hier? Führungspersonal-PC? Ja, das geht ja noch nicht. War doch irgendwo... Die Tür. Bin ich denn jetzt blöde? Von wo sind wir denn gekommen? Von hier. Ich will in die Kiste. Wir haben irgendwie so viel Scheiß... Warte mal, das kann erstmal verstaut werden. Die hat keinen Sinn mehr verstauen. Blendgranate mitnehmen, das ist so immer die große Frage, ne? Das nehme ich mal mit. Ah, da habe ich nicht mitgedacht, das könnte man hier eigentlich gleich mal kombinieren. Dann nehmen wir das nämlich mit. Ich glaube, den verstaue ich erstmal, ne? Warte mal. Verstauen? Das würde ich halt gerne mal mitnehmen, weil ich weiß halt nie, was für Viecher uns noch besuchen, ne? Gut, dann haben wir vier Sachen. Vier Slots frei. Das ist doch erstmal ein Anfang und das Messer hält auch nicht mehr ewig. Gut. Gut, Knut. Leute, da würde ich sagen, speichern wir an der Stelle. Ich sehe nämlich gerade, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Das ging irgendwie sehr, sehr schnell. Also zumindest für mich vom Gefühl her. Und dann machen wir hier in der nächsten Ausgabe weiter. Werden den Gang da unten weitergehen. Ach, hier ist ja das edle Ding aufgegangen. Oh, Leute, wir haben zu tun. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, hier bei unserem Let's Play von Resident Evil 2. Macht's gut, Leute. Ciao.